Behind the Hoax. So, Streaming starten. So. Ah. So. Jetzt haben wir wahrscheinlich noch kein Bild, nehme ich mal an. Machen wir gerade. Ah. So. So, jetzt brauchen wir noch das Bild. Bild kommt auch gleich. Und ich sag noch infallible und gut. Man versprach mir, das sei furchtbar einfach alles bei YouTube. ich prangere es an. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich dir bei unserem Encoder noch beibringe, dass er bitte auch die Kamera anmacht. Das wäre nämlich sehr hilfreich. Das sind diese Audio-Leute, die können mit Bild nicht so. Was ihr da vielleicht im Hintergrund hört, ist der Werkkater. Szenenübergänge, Aufnahmestatus, Studiomodus, vielleicht so. Nein, das macht es jetzt auch nicht. Einstellungen nochmal anmachen. Video. Ich glaube, da habe ich doch das Problem gefunden. So, und vielleicht hier noch irgendwas ausmachen. So, mal gucken, was er mir jetzt sagt. Er sagt, ich hätte Video an. Ich habe aber kein Video an. Das ist das, was mich gerade etwas irritiert. Genau, es ist die Post. ihr habt natürlich völlig recht, dass da die Post dahinter steckt. Ich kann hier nur nebenbei immer nur auf den Chat gucken. Ich versuche nochmal gerade den Encoder noch einmal neu zu starten. Hoffe, dass wir gleich da sind. Kleinen Moment. Das ist immer noch nicht. Und seien Sie auch nächste Woche wieder dabei. Wenn das heißt, kein Bild, ein Ton, ich komme ja schon. Ja, jetzt wären wir schon, im Prinzip sind wir jetzt beim Podcast, ne, angekommen. Genau. Also das würde ich jetzt live auf YouTube schon hinkriegen. Aber eigentlich habe ich mich extra schick gemacht für euch. Mach mal das Licht an. Ihr werdet das gar nicht glauben. Genau, Ton ist da, genau, das habt ihr jetzt auch gerade schon alle festgestellt, Ton ist da, ich kriege es aber einfach mit dem Bild gerade nicht gebacken, warum auch immer er mir sagt. Also die Situation ist, dass hier mein Streaming-Dienstleister mir gerade erklärt, dass ich irgendeine Videoausgabe anhabe. Ich bin mir aber gar nicht bewusst, dass ich eine Videoausgabe anhabe. Was ich jetzt natürlich noch machen könnte, wäre eventuell, Moment, vielleicht ist es das. So, Moment, ich stoppe nochmal den Stream, vielleicht ist es jetzt gelöst. Okay, offensichtlich nicht. Ich vermute einfach, dass ihr uns jetzt hören könnt und ich würde jetzt einfach in Anbetracht der Tatsache, dass das jetzt starten soll, euch müsstet ihr heute einfach nochmal euch damit begnügen, dass wir nur mit Audio unterwegs sind. Müsstet ihr heute einfach nochmal euch damit genau, begnügen. Jetzt höre ich mich selber. Aber das zumindest funktioniert. So, damit kann ich jetzt ein bisschen hier bei euch auch reinschauen in den Chat. Ich habe mir das gerade mal aufgerufen, dass ich euren Chat auch sehen kann. Also, wunderschönen guten Abend. Warum die Kamera jetzt gerade nicht läuft, weiß ich auch nicht. Herzlich willkommen zu Behind the Hoax. Und die erste Sache, na klar, ist das eine interne Kamera, wer da auch immer fragt. Ich mache Podcasts, ich mache kein YouTube. Das wird ja auch nicht, Hoaxer wird auch kein YouTube-Kanal werden oder solche Geschichten. Warum wir mit Hoaxilla
TV aufgehört haben, ist vielleicht der erste Aspekt, den wir hier ganz kurz ansprechen wollen, weil das haben noch gar nicht alle mitbekommen, wie ich erfahren habe. Oder ich bin besorgt angeschrieben worden von Leuten, die gesagt haben, ich habe dann eine E-Mail bekommen, dass Huxilla TV eingestellt ist. Was ist denn da los? Also Punkt 1, Huxilla TV endet mit Ausgabe Nummer 100. Das wird im September der Fall sein. Dann haben wir gut 100 Mal, gut 45 Minuten Huxilla TV gemacht. Das war eine spannende Erfahrung, die wir da gemacht haben, Alexa. Wir haben viele tolle Leute vor und hinter der Kamera beim Massengeschmack kennengelernt. Wir haben aber auch gemerkt, jetzt im zunehmenden Zeitablauf, dass wir extrem viel Zeit für Huxilla TV verwendet haben und nicht mehr so viel Zeit und Kapazitäten für den Huxilla Podcast hatten. Das hat dann eben dazu geführt, dass der Podcast, wie ja viele auch mitbekommen haben, sehr, sehr sporadisch nur noch erschienen ist. Und unsere Idee und unser Plan ist tatsächlich zu sagen, wir wollen wieder mehr podcasten. Das soll der Plan sein, das wollen wir tun. Und genau das haben wir jetzt vor. So dass das Ende von Huxilla TV eine Sache ist, die wir vor mehreren Monaten, April, Mai schon mit Holger besprochen haben, haben auch gesagt, damit das eine runde Sache wird und wir nicht sofort aufhören, machen wir die 100 Folgen voll, dann hat man auch ein schönes Archiv sozusagen und insoweit ist das alles gar keine neue oder frische Entscheidung, sondern zu diesem Zeitpunkt jetzt schon ein paar Monate alt. Und eigentlich auch gar nicht spektakulär, sondern es ist eine Sache, die haben wir gern gemacht und jetzt ist diese Zeit vorbei. Und jetzt kommen neue Dinge, auf die wir uns freuen. Also wir haben eine Zeit lang mal gedacht, dass wir beides zusammen ganz gut zeitlich stemmen können, aber es hat sich halt wirklich abgezeichnet, dass Huxilla TV vom Arbeitsaufwand her wesentlich intensiver ist und man muss bedenken, dass Alexander halt einfach auch noch einen Dayjob hat, der sehr fordernd ist und wo wirklich auch Leistung gefragt ist. Und da muss man dann irgendwann priorisieren. Und Huxilla Podcast ist halt unser Baby, unser dienstältestes Projekt. Und da wollten wir uns eben drauf wieder konzentrieren. Genau. Hier werden gerade im Chat irgendwelche internen Gründe, das ist jetzt alles ein bisschen emotional hochgekocht und thematisch hochgekocht. An diesen Diskussionen werden wir uns natürlich nicht beteiligen, überhaupt gar nicht. Das habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nie machen. Und ich habe auch überhaupt gar keinen Grund dazu, über irgendwelche firmeninterne oder finanziellen Dinge zu sprechen. Worüber wir, was finanzielle Dinge angeht, sicherlich sprechen können. Heute ist die Tatsache, hier schrieb schon jemand, wir hätten mal gesagt, das wäre ein Teil unserer oder ein größerer Teil unserer Miete, Huxilla TV. Das ist richtig. Sicherlich ist das im Moment ein wirtschaftliches Risiko für uns zu sagen, wir beenden Huxilla TV. Das war eine recht regelmäßige Einnahme, die wir hatten. Die Einnahmen, die der Podcast generiert, stehen dazu in keinem Verhältnis. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben die Hoffnung, dass der ein oder andere, wenn er jetzt wieder mitbekommt, dass die Schlagzeile... Also wenn wir wirklich wieder dann mehr podcasten und er sieht, dass dann die Qualität auch so ist. Dass es ihm gefällt, genau. Dass dann der ein oder andere sagt, Mensch, es gibt ja noch Patreon, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Vielleicht unterstütze ich dann den Podcast etwas mehr, als ich das vorher gemacht habe, damit die beiden ihr Studio, also das Dach über dem Kopf für ihr Studio auch behalten können. Aber dafür müssen wir, und das ist uns auch bewusst, erstmal wieder ein bisschen vorlegen, damit unsere Hörerschaft dann wieder natürlich auch Vertrauen bekommt. Und hier werde ich auch sehr höflich und sehr ausgiebig, glaube ich, jetzt zum 12.30. Mal aber angesprochen, dass Lydia weniger auftauchen soll. Auch mit Lydia wird es wieder neue Podcast-Folgen geben. Es gibt aber auch Menschen, die wollen nicht nur ständig Lydia weniger hören. Und im Großen und Ganzen sind natürlich die Huxillas, nämlich Alexa und ich, für die Programmgestaltung bei Huxilla verantwortlich. Übrigens auch eine Sache, die ich hier vielleicht nochmal sagen kann, von Folge 1 an bei Huxilla TV war die interne Geschäftsabsprache, an die sich auch immer gehalten wurde, dass Huxilla als Produktion für Massengeschmack aber inhaltlich und redaktionell komplett frei war. Das war mir immer wichtig. Das heißt, alles, was ihr bei Huxilla TV gesehen habt, ist entstanden, weil die Huxillas da Lust zu hatten. Natürlich ist es dann so, wenn Holger oder jemand anders aus dem Massengeschmack-Universum oder aus dem Team eine Idee hat und sagte, Mensch, wäre das nicht ein Thema für euch? Und wir haben gesagt, ja, das wäre ein Thema, dass wir das auch umgesetzt haben. Aber klar, waren wir da vollkommen frei und unabhängig. Kann man ja auch nochmal an dieser Stelle erwähnen.
Flatrate für den Podcast, schreibt hier gerade jemand. Also darüber reden wir gerne nochmal, vielleicht in einem weiteren YouTube-Livestream. Solche Aktionen wollen wir wieder häufiger machen, nicht nur Livestreams, wieder häufiger machen. Das ist das erste Mal und der kackt hier auch gerade mächtig ab, der Livestream. Das ist total super. Aber was wir gerne wieder auch etablieren wollen mittelfristig, ist, dass wir wieder Hörertreffen machen, dass wir, wenn wir unterwegs sind, uns wieder mit euch auch treffen wollen. Wir werden im September in Frankfurt sein, da werden wir einen Vortrag halten. Da freuen wir uns sehr drauf und da werden wir auch schauen, dass wir das eventuell hinbekommen, uns da auch wieder mit unseren Hörerinnen und Hörern zu treffen und das wieder, wenn wir bundesweit unterwegs sind, uns das zu machen. Also genau, also das, was in Zukunft kommt, ist erstmal, würde ich sagen, eine Rückbesinnung auf das klassische Huxilla-Podcast-Gedöns. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie einsteigen oder wieder einsteigen mit einem völlig revolutionierten Konzept, sondern wir wollen erstmal wieder das machen, was uns am meisten Spaß macht. Und das ist der klassische Huxilla-Podcast, sei es nun mit uns beiden, mit Alexander und mir oder auch mit Gästen, wie man das gewohnt ist, weil wir uns auch nach dieser langen Pause und der Zeit, wo wir wirklich nur selten gepodcastet haben, uns wieder so ein bisschen selbst finden müssen, weißt du, so nach dem Motto erstmal zurück zu den Wurzeln, bevor man sich dann eventuell auch neu orientieren kann mal, aber auf jeden Fall erstmal wie gewohnt. Genau, wie gewohnt, und es ist übrigens nicht so, dass man den Eindruck hätte, dass irgendwelche Themen zu Ende sind oder irgendwas, sondern ganz im Gegenteil, wir haben, also jetzt gerade habe ich hier parallel auf meinem Handy die Nachricht gekriegt, dass die Folge bei Auphonic durchgerendert ist, das heißt direkt am Ende dieses Livestreams wird es eine aktuelle neue Episode von Huxilla geben und wir haben viele, viele weitere Themen auf der Halde. Wir haben interessante Interviewfolgen noch, die nirgendwo irgendwie publiziert sind. Es steht ja auch immer noch aus, dass wir den Reisebericht unserer Indienreise aus dem letzten Jahr mit spannenden Interviews veröffentlichen werden, sodass also eine ganze Reihe ganz spannender Sachen kommen wird. Ja, neue Folge, also schon mal die Podcast-Apps bereit machen, lese ich hier gerade im Chat. Ja, also es gibt definitiv was Neues. Und nur ganz kurz, hier ist es 3-4 Mal jetzt mit aufgepoppt. Wir werden hier in diesem Livestream weder was über die Situation in Bezug auf Sebastian Bartoszek sagen, da gibt es ein eigenes YouTube-Video zu, das man sich anhören kann, noch über andere personelle Dinge bei Massengeschmack. Wer da irgendwie Interesse hat, zu hören, was bei Massengeschmack los ist, soll sich das am besten von Holger in der nächsten Woche anhören. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und da reden sehr viele Menschen drüber im Moment an ganz vielen Stellen. Und was wir dazu zu sagen haben, haben wir schon gerade gesagt. Ich will mal ganz kurz hier in meine E-Mails reingucken, weil wir ja tatsächlich auch Fragen bekommen haben von euch da draußen. Genau, während du das machst, wir sind vorhin auf Twitter gefragt worden, wie es uns geht. Das fand ich irgendwie so ganz sehr schöne nett. Frage, ja. Es geht uns jetzt wieder gut. Die Zeit so in den letzten Wochen war ein bisschen durchwachsen, weil immer, wenn wir irgendwie auch mal wieder podcasten wollten oder so, ist irgendwas Scheußliches passiert. In den letzten Wochen, genau als wir gesagt haben, so jetzt können wir aber wirklich eine neue Folge aufnehmen, an dem Wochenende ist mal nichts, ist unser geliebtes Katerchen erkrankt und wir haben ihn dann auch verloren, aber inzwischen springt hier wieder ein sehr quietschfideler kleiner Kater durch die Wohnung, der gerade ein Wollmäuschen, ein Stoffmäuschen erjagt hat. Also das war alles ein bisschen so eine emotionale Achterbahnfahrt, aber ich glaube, mittlerweile geht es uns wieder ganz gut. Man kann generell sagen, dass in den vergangenen 1,5-2 Jahren viele Dinge passiert sind. Das sind ja keine Geheimnisse. Wer andere Podcasts von mir hört, weiß das. Meine Mutter ist verstorben. Letztes Jahr im März, direkt danach, ist mein Vater an einer extrem schweren Erkrankung, ist die dann diagnostiziert worden, die behandelt werden musste, was dazu geführt hat, dass ich neben Beruf, allen anderen Dingen auch regelmäßig immer mal wieder in meine Heimatstadt fahren musste, um da nach den Richten zu schauen. Das sind alles Dinge, die einem dann irgendwann auch den Wind aus den Segeln genommen haben und die im Prinzip wirklich dafür gereicht haben, noch Huxilla TV zu machen regelmäßig, da redaktionell tätig zu werden, aber dann noch on top redaktionell andere Sachen zu machen, war immer extrem schwierig. Und dann drehe ich mich gerade wieder im Kreis und komme zu der ursprünglichen Eingangsstatement zurück. Aber hier noch eine Frage, die uns geschickt worden ist von Mirko, auch zu Huxilla TV, der jetzt fragt, und ich finde die Formulierung so schön, ob es jetzt DVDs oder Blu-rays noch geben wird, weil er hätte neben der Carl Sagan Kosmos-Reihe noch Platz im Regal, fühle ich mich äußerst geehrt, ja, vielen Dank, dass man Huxilla TV in diesen Kontext stellen möchte.
Dazu kann ich nur sagen, nein, wird es nicht geben. Ich glaube, 100 Folgen, also mehr als 45 Stunden auf DVD oder Blu-ray zu pressen, ist, glaube ich, ein bisschen teuer. Und das, glaube ich, Geld hat weder Holger noch haben wir das, um so eine Produktion nebenbei noch zu machen, für wahrscheinlich eine Auflage von 10 Leuten, die es maximal interessieren würde. Insofern, wer jetzt sagt, Mensch, Huxilla TV, jetzt wo es vorbei ist, hätte ich doch Lust reinzugucken, macht sich einfach ein Abo bei Massengeschmack, denn alle 100 Folgen bleiben weiter verfügbar und dann kann man sich die angucken und kann auch gucken, was es da sonst so gibt und ob es einem gefällt. Und das soll dann auch wieder für sich entscheiden. Aber ganz klar, wenn du eine DVD- oder Blu-ray-Sammlung haben möchtest, müsstest du dir die Folgen selber runterladen und dann selber brennen. Das wird es von unserer Seite aus nicht geben. Eine weitere Frage ist natürlich, in welchem Turnus es jetzt mit Huxilla weitergehen wird. Wir können sagen, wöchentlich werden wir nicht schaffen. Das hat mit ganz vielen Dingen zu tun, die parallel noch laufen. Wir schauen jetzt mal, wir machen uns da keinen Druck. Es wird mehr Podcast-Folgen geben als vorher und wir können uns sicherlich Ende des Jahres nochmal miteinander unterhalten in einem Stream und mal schauen, wie das Fazit so ausfällt. Aber eine genaue Zahl möchte ich da im Moment jetzt gerade nicht dran tackern, weil da müssen wir jetzt erstmal selber auch gucken, wie wir wieder in diesen Rhythmus reinkommen. Außerdem müssen wir ja auch noch die letzten 4 Folgen für Huxilla TV produzieren. Also insofern, so ab September sollte man spätestens mit einer Erhöhung der Schlagzahl rechnen. Jetzt gehen wir auch erstmal ein bisschen in Urlaub noch und dann geht's weiter. Ich schaue mal hier gerade, gibt es noch eine Frage, Huxilla und Bewegtbilder. Auch das ist vorhin, glaube ich, hier im Stream einmal an mir vorbeigeflogen als Frage. Wir schließen niemals aus, dass es Huxilla und Bewegtbild nicht in der Zukunft geben wird. Wir schließen auch nicht aus, dass es vielleicht irgendwann wieder eine Kollaboration mit Holger Kreimeyer gibt, dass man mal zu Gast ist oder dass man irgendwie mal irgendein Special oder irgendwas macht. Ich bin eigentlich niemand, der nie sagt, also insofern nur die Priorität, glaube ich, das kommt jetzt durch, liegt im Moment bei uns auf Audioproduktion. Ja. Wir können vielleicht hier spoilern, dass es im November Alexa und mich etwas häufiger zunächst mal im Fernsehen geben wird im Rahmen einer Produktion. Das werden wir sicherlich ankündigen, wenn das dann ankündigungswert ist. Wir kriegen keine eigene Sendung. Wir kriegen keine eigene Sendung, aber wir sind woanders unterwegs. Und da haben wir auch schon die Dreharbeiten abgeschlossen. Das könnte auch nochmal ganz interessant und ganz spannend werden. Also insofern wird man auch weiterhin mal Bewegtbild von uns geben. Aber jetzt wollen wir erstmal wieder mehr Audio. Genau. Wie man ja heute schon sieht. Wir machen mehr Audio. Mit dem Bild eine falsche Versprechung. Ich überlege gerade, ich könnte den Stream jetzt auch stoppen und einfach, glaube ich, das nochmal mit dem Handy versuchen. Da würde das wahrscheinlich gehen. Das wäre jetzt die Frage, ob ihr da Bock drauf habt. Und der Chat, sorry Leute, der ist so schnell. Da komme ich nicht mehr mit. Konzept für die 100. Folge. Das ist die einzige Folge, die noch nicht geplant ist. Die einzige Folge, die noch nicht geplant ist. mal gucken, ob wir noch einen spontanen Flug zur ISS hochkriegen. Trockeneis vielleicht. Ja. Eine Reminiszenz an diese grauenvolle Testfolge, die hier nicht näher bezeichnet sein soll. Hier gibt es dann auch gerade die Frage, ob wir mal wieder bei den Rocket Beans sind. Wenn die Rocket Beans uns mal wieder zu irgendwas einladen im Studio, sind wir auch gerne wieder bei den Rocket Beans. Unseren Podcast verstrahlen sie ja sowieso als Zweitverwertung schon länger. Hier fragt gerade jemand nach dem Neuschwabenlandbuch und das ist ein absolutes ein Wunderpunkt, sowohl bei Alexander und mir, als auch bei Sebastian, als auch bei Jens Bollm, weil wir alle da sozusagen in unserem eigenen Anspruch, das gut zu machen, aber auch gleichzeitig schnell zu machen, wirklich mit wehenden Fahnen gescheitert sind. Das ist eine Sache, die stockt deswegen, weil vielen leider andere Projekte dazwischen gekommen sind und weil wir gemerkt haben, was für ein unfassbarer Aufwand ist, das so zu machen, wie wir es eigentlich vorhaben. Das klingt jetzt aber gerade so, als ob du sagst, das geht nicht weiter. Also es stockt, aber es wird weitergehen. Also der Fakt ist, dass Alexa tatsächlich an einem Kapitel sitzt, was wahrscheinlich gar nicht mehr in allzu ferner Zukunft fertig ist, und alle Crowdfunder werden, das haben wir uns jetzt überlegt, sobald wir die ersten Kapitel jetzt so weit haben, dass wir sagen, die sind veröffentlichungswert, werden diese Kapitel vorab an die Crowdfunder auch gehen, einfach auch damit ihr einfach schon mal was in den Händen habt und ihr vorab die ersten Kapitel bekommt und dann seht ihr hoffentlich, dass es weitergeht. Also das Buch soll
fertig werden. Wir müssen jetzt aber für uns auch tatsächlich schauen, was sich tatsächlich zeitmäßig ändern wird, wenn wir Huxilla TV beendet haben. Noch machen wir das Projekt, noch geht da auch ein wesentlicher Teil unserer Zeit rein. Wir müssen natürlich dann schauen, wie verschieben sich die Ressourcen, wenn wir das nicht mehr tun müssen. Man kann hier sagen, und dass wir da auch schon sagen, was es ist. Alexa hat gerade den Auftrag bekommen, ihr erstes Hörbuch einzusprechen, was, wenn alles dann ganz rund läuft, tatsächlich so ein Hörbuch ist, was es auch über Audible und über andere große Plattformen geben wird. Nächstes Jahr, was wird jetzt, geht jetzt in die Produktion. Also hier verschieben sich gerade ganz viele Aktivitäten und insofern ist nur die Message haltet noch ein wenig durch. Und alle, die das Neuschwabenland-Buch gecrowdfundet haben, werden Kapitel bekommen. Und nicht nur Alexa ist an einem Kapitel, ich bin am Kapitel und auch Sebastian Bartoschek schreibt gerade wieder an einem Kapitel. Und so dass man einfach damit rechnen kann, dass irgendwann fangen dann an, die Steinchen zu fallen. Und wir sind zufrieden mit den Kapiteln, mit der Recherche. Aber wir haben auch schon den Fall gehabt, dass wir weite Teile eines Kapitels geschrieben haben, wieder in die Rechercheunterlagen geschaut haben und alles gestrichen haben und gesagt haben, man muss das doch wieder anders aufziehen. Wir wollen dieses Buch wirklich gut machen und bitten da einfach noch um ein wenig Geduld, was das angeht. Und ja, kein Bild ist richtig, weil der Huxmaster mit Bild nicht umgehen kann. Weil das gerade gefragt wurde. Hier eine Frage, ob wir daran interessiert seien, die Lokalitäten zu besuchen. Hinter Kaifek, Brieselanger Licht. Ja, sind wir. Auch hier ist natürlich immer die Sache, wenn wir da hinfahren, wer finanziert das? Bahnfahrt und solche Geschichten. Aber wir haben seinerzeit ja mal zum Grafen von Saint-Germain auch eine Audio-Folge gemacht, wo wir unterwegs draußen waren. Ich will das gar nicht ausschließen, das nochmal irgendwann zu tun. Es gab ja auch diesen Mehrteiler zum Brieselanger Licht im Radio, dessen Namen ich jetzt peinlicherweise vergessen habe. Und ich kann vielleicht auch mal sagen, dass auch wir bei dieser Ausschreibung mit dabei gewesen sind. Also es hätte auch, wenn Dinge anders gelaufen wären, eventuell sein können. Dunkle Heimat hieß das, glaube ich, dieser Radiomehrteiler. Auch da hatten wir einen Pitch abgegeben, der ist nicht genommen worden. Das ist dann so, das nimmt man dann sportlich. Aber das wäre dann bei uns tatsächlich auch etwas gewesen, wo wir in Hinterkaifeck vor Ort recherchiert hätten. Wir waren vor einiger Zeit mal in Berlin und genauer in Brieselang und hatten da aber uns eigentlich vorgenommen, mal tatsächlich so ein bisschen abends da durch den Wald zu spazieren und mal zu gucken, vielleicht aufzunehmen und mal vor Ort zu recherchieren. Das hat dann aus Zeitgründen nicht geklappt, aber das wäre vielleicht eine Sache, die irgendwie so ganz niederschwellig möglich wäre, was wir uns für die nächste Zeit, also für die Zeit nach Huxilla TV uns mal vornehmen könnten. Eine weitere Frage, die uns zugeschickt worden ist für den Livestream, ist die Frage, die kann ich nicht ganz einordnen, aber ich versuche sie mal zu beantworten, nämlich werden Themen aus TV-Sendungen erneut als Podcast aufgenommen oder aufgegriffen? So offen wie die Frage formuliert ist, kann ich sie mit Ja, werden sie definitiv beantworten. Wir haben immer neben historischen Themen, neben Themen aus dem Verschwörungskontext immer auch Themen gerne behandelt, die einen popkulturellen Background haben. Und wenn du das damit meinst, Christian hat die Frage gestellt, wenn du das dann irgendwann mal hörst, werden wir definitiv machen, haben wir großes Interesse daran, das zu tun. Wird sich nicht ändern. Also so ein Themenmix werden wir definitiv weiter behandeln. So, das sind jetzt im Prinzip die großen Themen, die uns hier so geschickt wurden, die Themenkomplexe. So ein paar Fragen beantworten wir irgendwie anders und hier nicht öffentlich im Stream. Was man noch sagen kann, ist mir gerade entfallen. Das ist schlecht. Das ist gerade schlecht. Ich hatte gerade einen Gedanken, der mir entfallen ist. Okay. Das ist auch der Nachteil, wenn man live ist, wenn man das anders löst, dann kann man schneiden. Ach so, genau, was ich sagen wollte. Ich habe hier gesehen, dass zwischendurch hier immer wieder Themenvorschläge auch reingeschmissen werden, ob die alle ernst gemeint sind oder nicht. Sei mal dahingestellt, aber nochmal, wenn ihr Themenvorschläge habt, schickt die bitte an info@huxilla.com. Da sammeln wir die alle und haben auch nach wie vor, wie ich schon sagte, eine lange Themenliste. Das jetzt hier rauszusuchen aus dem Live-Chat könnte ein bisschen schwierig werden. Insofern. Also das, was heute kommt, das Thema in der heutigen Podcast-Folge, das ist so ein Hörerwunsch. Der ist natürlich schon eine ganze Weile her, aber immerhin. Genau, die wird ja auch nachher dann online gehen. Wenn ich Hilfe im Bild brauche, ja, da lasse ich mich demnächst nochmal beraten. Ich hätte jetzt eigentlich den Gedanken gehabt, dass das relativ einfach geht auf dem Bild, aber man lernt ja nicht aus und
ja, insofern werden wir das machen. Gibt es denn Fragen jetzt nochmal ab jetzt? Ihr hört das ja alles immer mit gewissen Zeitverzug, das weiß ich, aber die ihr jetzt, die ihr hier so zahlreich im Chat drin seid, noch loswerden möchtet, dann schießt gerne jetzt los und ich überbrücke das gerade noch. Ich glaube, wir haben unser Feuer zunächst mal verschossen. Dass wir bei Patreon sind, das wisst ihr, dass wir bei PayPal irgendwie erreichbar sind, wer das denn möchte, das wisst ihr natürlich alles auch, das erwähnt man natürlich immer nochmal dabei. Hier schreibt jemand, dass er uns einfach lieb hat. Das finde ich auch, das ist schön. Sehr, sehr angenehm. Ich versuche auch, mich lieb zu haben. Das Forum wird gefragt. Ja, auch das ist eine Zeitfrage. Ein Forum vernünftig zu moderieren ist relativ anstrengend. Wir haben das Forum dann irgendwann aus Zeitgründen auch ausmachen müssen. Also sagen wir mal so, wenn wir jetzt versuchen würden, ein Forum vernünftig an den Start zu kriegen, auch selbst wenn wir da Hilfe hätten, dann wäre das für uns immer noch eine Sache, die so viel Zeit fressen würde, die dann wieder vom Podcast machen fehlt, dass ich sowas jetzt erstmal mit Vorsicht genießen würde. Also ich würde echt sagen, bevor wir irgendwas anderes planen, lieber erstmal Rückbesinnung auf den Podcast, erstmal wieder machen, was wir am liebsten tun und dann wird sich alles Weitere irgendwann zeigen oder vielleicht eben auch nicht. Wer sitzt vom schwarzen Bild? Ich sitze links, Alexa sitzt rechts. Ja. Das ist richtig. Das ist eine schnelle Frage. Ich greife mal hier gerade noch auf. Und ganz im Hintergrund liegt eine schwarze Katze auf einem schwarzen Hocker. Wir können ja das Szenario mal beschreiben für all diejenigen, die das jetzt interessant finden, aber nicht sehen können. Genau, also hier schreibt jemand über Twitter was geschrieben zu Themenvorschlägen. Besser ist per E-Mail, das können wir besser konservieren tatsächlich. Dann werden wir gefragt nach einer Lesereise. Haben wir aktuell nicht geplant. Im Moment haben wir nicht so furchtbar viel zu lesen. Das könnte sich im Herbst wieder ändern. Dann machen wir vielleicht sowas auch. Wir schauen mal. Also bei der Alexa eher als bei mir. Aber ja, also wenn wir was draußen haben, dann werden wir auch mal wieder ein paar Dates machen zum Lesen. Vielleicht da haben wir auch wieder die Gelegenheit, wenn das dann passt, terminlich auf einer Buchmesse oder im Rahmen einer Buchmesse. Ja, endlich mal wieder beim WGT nach Jahren, wer in Leipzig ist. Oh, eine sehr persönliche Frage. Ob wir Kinder haben oder Kinder planen? Ach so. Nein. Genau. Wäre da die Antwort. Skeptoid-Podcast finden wir eigentlich ganz unterhaltsam. Uns fehlt allerdings tatsächlich selber die Zeit, Podcast ausführlich zu hören. Aber man guckt schon links und rechts vom Tellerrand, gerade im skeptischen Kontext und auch viel nach Amerika. Es gibt ja auch einen schönen Schweizer Podcast, Skeptisch, mit einem großen CH hinten geschrieben. Kann man reinhören. Ist auch schön. Tweete ich auch regelmäßig. Alexa spielt gruselige Musik. Ja, das. Ja. Auf sowas habe ich ja gewartet. Ja. Ist schon die ganze Zeit. Ich habe versucht zu ignorieren. Ja. Dann die Frage nach anderen Podcasts. Da bin ja im Wesentlichen ich erstmal dran. Ja, Psychotalk machen, planen wir gerade die nächste Folge. Wird jetzt im Sommer noch erscheinen. Glaubenssache bin ich mit Eduard dran, was Neues zu machen. Was habe ich denn noch? Schall und Rauch mit Christian Bittmarek. Das ist wirklich ein Zeitproblem, weil Christian im Moment noch mehr eingespannt ist als ich, aus verschiedenen Gründen, über die er und ich reden sollte. Aber auch da gibt es eigentlich eine ganz klare Willenserklärung, dass wir das wieder machen wollen. Blackstreet Stories ist im Moment ein bisschen... Ein klares Jein. Genau, auch da Zeit, weil Gott ganz viele andere Sachen vom Mikro machen muss. Insofern geht es da weiter. Es wird ein Nachfolgeprojekt vom Firefly-Cast von mir geben, wer das gehört hat. Da ist aber das Konzept, zumindest für den deutschsprachigen Raum, komplett neu. Die Idee ist neu. Und da ist der Aufwand im Vorfeld deutlich größer. Das heißt, wir haben da schon extrem viel aufgenommen für dieses Projekt. Werdet ihr dann erleben, wenn es losgeht, was ich damit meine. Dann fragt hier der Frank, wann es mit dem Podcast wieder regelmäßiger weitergeht. Definitiv ab September, würde ich sagen, weil dann die letzten Folgen Huxilla TV abgedreht sind. Wenn wir es schaffen, auch schon eher. Heute kommt übrigens eine erste neue Folge. So, ich sitze links, du sitzt rechts, das haben wir doch schon gehabt. Mit Marc und Lydia Benecke, ja, immer mal wieder. Also eigentlich planen wir mit Lydia schon wieder etwas länger eine Episode. Auch da ist es ein großes Problem, wer da mal die Facebook-Seiten der beiden oder die Terminseiten der beiden verfolgt, der weiß, dass die es noch deutlich schlimmer haben als wir. Aber wir stehen mit beiden in Kontakt. Und also das ist, wenn sich das ergibt zeitlich, wenn das klappt,
dann machen wir das in jedem Fall. Huxida TV hat sich sicherlich finanziell gelohnt, sonst hätten wir das auch nicht gemacht, neben der Erfahrung, die wir da gesammelt haben. Und ich habe es eingangs schon gesagt, das müssen wir auch nochmal auffangen irgendwann. Zur Fünfjahresfeier tragen wir ehrlich gesagt bei Massengeschmack nicht so viel bei, einfach auch vor dem Hintergrund, weil wir, auch das kann man ja einfach mal sagen, ohne dass das böse gemeint ist, immer so etwas Gäste in diesem Universum waren. Das heißt, dadurch, dass wir selber kaum Zeit haben, haben wir nicht nur andere Podcasts nicht gehört, sondern auch nur sehr wenig aus dem Massengeschmack-Universum einfach geschaut aus Zeitgründen. Wir kennen eigentlich alle aus dem Massengeschmack-Universum, aber wenn mich jemand fragen würde, was sind deine Highlights der letzten 5 Jahre, würde mir wenig einfallen. Und insofern sind wir da raus tatsächlich und werden dann nicht großartig aktiv dabei sein. Ich glaube aber auch, dass so ein Ereignis eher etwas ist, wo die Kerntruppe von Massengeschmack deutlich mehr zu beitragen kann als wir insofern. Eine Facebook-Gruppe zu Huxida wird vorgeschlagen. Können wir mal drüber sprechen bei Gelegenheit, ob sowas vielleicht Sinn machen könnte. Ob wir die Bundeslade mitnehmen können, ist vorhin gefragt worden. Das kann ich gar nicht sagen. Das muss ich weiß gar nicht, ob die transportfähig ist. Das wäre der erste Punkt. Genau, man muss ja 100 Jungfrauen haben und so, um sie zu transportieren. Und die ehrliche Antwort ist, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir uns die Kosten für das Ding geteilt. Dann muss ich mit Holger sprechen. Also das, keine Ahnung. Mal gucken, ob wir die hier haben. Wann wird es eine neue Podcast-Folge geben? Da ist jemand frisch eingestiegen. Nach diesem Stream, gleich heute Abend irgendwann. Ob wir Erlebnisse hatten, das ist eine schöne Frage, finde ich eigentlich. Erlebnis, das wir uns nicht erklären konnten, dass wir für paranormal halten. Oh Mann. Ja, eins gab es, da kann es aber genauso gut eine natürliche Erklärung geben. Und ich weiß auch nicht, ob ich das als paranormal bezeichnen würde. Vielleicht ist da auch so ein bisschen der Wunsch der Vater des Gedanken gewesen, weil ich das echt cool fände, gerade so im Bereich Ghost Hunting, und es trug sich tatsächlich in einer Jugendherberge in Schottland zu, die eine Burg war, eine ehemalige, und wo tatsächlich so eines Nachts merkwürdige Schritte zu hören waren, obwohl definitiv sonst niemand im Raum war. Und da ist es ja immer so die Frage, kommt das dann aus dem Stockwerk darüber oder sind das irgendwelche Geräusche, weil das Holz arbeitet oder sonst irgendwas. Aber in dem Augenblick fand ich das unerklärlich und unheimlich. Und so ein bisschen gehörte es natürlich auch so zu dieser ganzen Erfahrung dazu. Das war eine Studienfahrt von meinem Englischstudium aus, von einem Kurs. Und wir fanden das eigentlich alle ganz toll, den Gedanken, dass wir da jetzt irgendwie hinfahren und so eine Geistererfahrung haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall irgendwie eine schöne Geschichte und die Reise war sowieso toll. Das wäre so das Einzige, was dem so ein bisschen nahe kommt. Nein, eigentlich nicht. ob wir beim Podcast-Wicheln mal mitmachen wollen. Wir haben beim allerersten Podcast-Wicheln seinerzeit mitgemacht, mit relativ großem Aufwand sogar. Ist auch so eine Zeitgeschichte. Das Problem ist dann, wenn dir ein Podcast zugelost wirst, den du gar nicht kennst, dann habe ich dann auch wieder den Anspruch, da ganz viel von zu hören, damit ich das einordnen kann. Dann will ich das vernünftig produzieren. Deswegen haben wir es seit den letzten Jahren zurückgehalten. Aber auch hier sage ich niemals nie. Aber so ganz aktuell würde ich einfach aus Zeitgründen im Moment sagen, erstmal den Podcast und dann gucken, wie es weitergeht. Wenn wir in Dortmund sind, sollen wir Bescheid sagen. Ja, wir werden versuchen, das jetzt immer alles möglichst auch anzukündigen. Wie viele Themen wir noch im Köcher haben? Keine Ahnung, 80 spontan also, auf der Liste. Das ist ewig. Da sind ja jetzt in letzter Zeit echt wieder wahnsinnig viele dazugekommen. Also ich würde jetzt mal so schätzen, na 80 weiß ich nicht, aber so irgendwas zwischen 60 und 70. Genau. Mit Crowdfunding für ein Jahr Huxida-Podcast. Warten wir es mal ab, lasst uns mal erstmal produzieren, ja, weil Notfall passiert wieder irgendwas, ja, oder irgendwas klappt dann doch nicht und dann habt ihr finanziert und dann kommt nichts. Ja. Ein total liebenswerter Gedanke. Die Frage, was wir mit den Rocket Beans zu tun haben, wir sind Teil der Rocket Beans, schon sehr, sehr lange sind wir Teil der Rocket Beans, wir haben einen Vertrag mit den Rocket Beans und unser... Peripher, also ja. Nein, ja, wir haben, ja. Also offiziell sage ich mal gerne, ich bin Teilzeitwohner, aber wir sind Bestandteil der Rocket Beans, das sollen wir auch so kommunizieren, okay, haben wir uns mal gesagt. Insofern, als dass unsere Audio-Podcast-Folgen bei denen im Stream mitlaufen, schon lange. Das ist jetzt auch wenig aufgeregt und irgendwie kennt man sich dann ja auch, wenn man irgendwas mit Medien macht untereinander. Insofern ist aber... Zu sein ist immer sehr nett und immer schön.
Genau. Das ist jetzt mal toll. Aber wenn jetzt irgendwelche Fragen da unterschwellig gehen, es wird nicht ab Januar 19 Huxilla TV bei den Rocket Beans geben, das ganz sicher nicht und auch nichts Vergleichbares. Also da glaube ich, wer jetzt da versucht, mir irgendwas aus der Nase zu ziehen, kann lange bohren, der wird es in der Richtung nicht geben. Und wenn die Boden uns mal wieder zu irgendeinem Thema einladen, kommen wir da gerne hin. Hier fragt jemand gerade, ob wir uns das Thema Vincent van Gogh mal vorstellen könnten. Das ist eigentlich auch ein spannendes Thema. Bitte, bitte, bitte Themenvorschläge. Genau, Alexa schreibt es jetzt auf die Liste, aber ansonsten bitte an info@huxilla.com, da kommt es einfach besser an. Genau, was habe ich hier denn noch, was ich noch beantworten könnte? Der Podcast heute ist fertig aufgenommen, fertig produziert und geht nachher online, definitiv, heute Abend noch. Bundeslage wird nicht versteigert, auf gar keinen Fall. Das möchte auch keiner, weil die ist, ja, die hat ein bisschen viel erlebt. Das ist eigentlich eine schöne Idee, James Randi, Penn & Teller, Zauberer und skeptisches Wesen, du hast eigentlich recht, könnte man eigentlich mal wieder machen. Gute Idee. Ob Minden vor oder hinter dem Berg liegt, kommt drauf an, wo du gerade herfährst, ist dein Problem. So, mit 14 kannst du auch den Podcast gucken, das kannst du gerne machen, damit du auch mal ein bisschen gefüttert wirst. Das wäre echt Mühe, dass ich dich beachte. Ja, ich glaube, wir haben mal gesagt, wir machen eine halbe Stunde. Ich habe gar keine Ahnung, wir sind jetzt schon drüber über die Zeit. Und ich glaube, wir machen das einfach ganz, ganz schnell nochmal, dann auch mit Bild. Es haben mich gerade mehrere Leute geoutet, die dem technisch unfähigen Hoaxmaster dabei um die unter die Hand... Die Hände unter die Arme greifen wollen. Man sollte nicht den Chat mitlesen, während man hier irgendwie sowas live versucht. Auch hier wieder Behind the Hoax Streams regelmäßig machen, ist immer eine Sache. Wir wollen gerne die Priorität auf den Huxilla Podcast fokussieren. Wenn da so ein Livestream mal wieder dazu passt, dann ist das so. Wenn wir Dinge anzukündigen haben, ist das, glaube ich, ein gutes Mittel, wenn wir das richtig ans Laufen gekriegt haben, um das zu tun. Ich finde das eigentlich eine schöne Sache, auch mal wieder direkt zu interagieren. Und wie gesagt, es wird auch wieder Hörertreffen geben, Lesungen geben. Und wie gesagt, wenn wir irgendwo sind und Vorträge halten, melden wir uns auch. Und wenn, also das machen wir natürlich jetzt erstmal ganz regelmäßig. Möglich. Ja, ich hätte meinen Amiga, wer mich auf den sozialen Netzwerken verfolgt, ich hätte vielleicht den Amiga für den Stream benutzen sollen. Google Podcast werde ich gefragt, ob wir da sind, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Da muss ich mich nochmal drum kümmern. Überhaupt alle anderen Podcast-Plattformen, die es so gibt, Deezer und was es alles gibt, die haben mich nicht gefragt, die haben meine Streams einfach eingetragen oder mein Podcast-Feed. Im Gegensatz zu allen anderen Podcast-Feeds ist meiner streng nach XML und RSS-Dingen zertifiziert. Wenn das bei anderen Plattformen nicht klappt, hab bitte Verständnis dafür, dass ich den Feed nicht ändern werde. Das liegt an denen. Dann müssen die einfach darauf achten, dass sie wirklich einen zertifizierten RSS-Feed benutzen sollten. Insofern am besten einfach eine Standard-Podcast-App benutzen, eine ganz einfache Google-Podcast, kann ich im Moment gar nicht sagen, ob wir da sind. Ich mache gerade im Moment hobbymäßig, aber das sieht dann auch immer im Netz viel spannender aus, als es ist ein bisschen Retro-Gaming. Dankenswerterweise ein C64 geschenkt bekommen und habe meinen alten Amiga jetzt mal aus meinem Elternhaus geholt und wenn ich mal ein Stündchen Zeit habe, gehe ich da dran, aber dass ich da großartig viel Zeit für habe im Moment nicht, aber das ist so ein bisschen... Mit so Langzeitprojekten? Ob ich hier in den letzten Tagen, Wochen Kontakt zu Nils gehabt habe oder zu Olaf oder sonst wem, glaube ich, geht hier niemandem etwas an, mit wem ich Kontakt habe und mit dem ich nicht Kontakt gehabt habe. wüsste nicht, was das hier an irgendeiner Stelle mit Huxilla zu tun hätte. Schmutzige Wäsche waschen können gerne andere Leute, sowas finde ich ein bisschen albern. Vielen Dank, dass ihr alle dabei seid. Vielen Dank, dass ihr hier ganz furchtbar nette Dinge über uns schreibt, dass ihr sagt, dass ihr uns mögt und dass ihr froh seid, dass der Podcast weitergeht. Wir sind das auch. Ja. Und wir wollen einfach jetzt so ein bisschen versuchen, wieder euch mal wieder ein bisschen näher zu sein und einfach durch Podcasting wieder die alte Community aufrecht erleben zu lassen. Elvis hat sich bei mir noch nicht gemeldet, kann ich sagen. Ich glaube auch allerdings, dass Elvis schon lange tot ist. Der arme Bursche hat auch kein schönes Leben gehabt. Und ja, wir würden einfach sagen, demnächst mit Bild wieder ein Behind the Hoax Stream. Einige Punkte haben wir erklärt.
Und alle die, die uns über Massengeschmack kennengelernt haben, das freut uns sehr, wenn ihr uns weiterhin auch die Treue haltet. Wie gesagt, ob man da nicht irgendwann irgendwo wieder auftaucht, mal wieder auf dem Channel. Sicherlich nicht mit einem 14-täglichen Format, aber mal als Gast oder so, wenn man mal über einen Film spricht oder so, das wäre sicherlich gut. Ja, alles andere hören wir dann demnächst wieder hier. Und genau. So long and bye-bye. Genau, macht's gut. Wir hören wieder voneinander und euch alle draußen allen eine gute Zeit. Und nachher viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Macht's gut.